Hey Leute, ich begrüße euch zu Part 2 von Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Und wir sind Dr. Watson und sollen zu dem Buch laden. Und, okay. Diese Perspektive waren wir im letzten Part noch nicht. Aber hier können wir... Wir können noch was anschauen. So also organisiert Holmes seine Korrespondenz, die auf Antwort wartet. Wenn das seine Kunden sehen. Ist das ein Messer? Colonel Gordon, das war während der Sache mit dem Mieter in Behandlung. Aha. Okay. Mein exzentrischer Kompagnon bewahrt seinen Feinschnitt-Tabak im vorderen Teil seiner persischen Pantoffeln auf. Echt jetzt? Ein Metronom, oder? Okay, wir können das Metronom ansteuern. Gut, ja, ich glaube, das war's aber. So, Leute, jetzt gehen wir doch mal zu Barnes. Hier müsste der Ausgang sein. Und versuchen etwas über den Brief oder vor allem über den Vers, den der gute Lupin uns zukommen hat lassen, herauszufinden. Okay, wenn ich mich richtig erinnere, war das so in dieser Richtung. Okay, hallo du? Ah, wir können mit dir reden. Nein, ich habe keine Frage an ihn. Okay, noch nicht vielleicht, aber eines Tages. Ach, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Nein. Ich habe keine Frage an ihn. Malcombe Street. Ich glaube, das ging hier nach links zum Buchhandlung. Hier war, glaube ich, das Haus von Captain... Na, ich weiß es nicht mehr. Nein, hier ging es aber nicht weiter. Bin doch in die falsche Richtung gelaufen. Ja, Leute. Hotspot-Anzeige bringt nichts. Da. Nein. War das echt in diese Richtung? Oh. Milady? Sir? Sir? Okay. Nichts weiter als Sir. Dann war es wahrscheinlich hier um die Ecke. Okay. Uiuiui. Wo rennen wir denn jetzt hin? Hier war ein Gemüseladen, glaube ich, an der Ecke. Momentchen mal. Hier wurde mir was angezeigt. Hier. Na, also irgendwie. Ah, hier, Barnes Bookseller. Da sind wir angekommen. Der arme Barnes sollte eine Putzfrau einstellen. So ein Chaos. Okay. Allerdings. Ich hoffe, dem geht's gut. Sieht aus, als hätte hier jemand was gesucht. Barnes? Genuff. Genuff. Kudulm. Mist. Sibbel. Okay, das hört sich an wie das, was wir im letzten Spiel gehört haben. Barnes? Guten Tag, Barnes. Guten Tag, Dr. Watson. Wie geht es Ihnen? Ich habe Sie gar nicht reinkommen hören. Sind Sie gerade beschäftigt? Störe ich Sie? Nein, überhaupt nicht. Ich untersuche nur gerade... wenn Sie sich die Mühe machen, mein Geschäft aufzusuchen, dann sind Sie sicher auf etwas Bestimmtes aus. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Eine seltsame Angelegenheit. Eine merkwürdige und irgendwie verwirrende Angelegenheit führt mich zu Ihnen.
Es geht um ein spanisches Gewand und einen einäugigen Mann, der nur einen Arm hat. Ah, ich kann mir schon denken, wen Sie meinen. Bücher zur Geschichte der Seefahrt finden Sie auf einem der hinteren Regale. Okay, nochmal? Eine merkwürdige und... Ah! Okay, Abschied. Danke. Na, das werde ich schon finden. Die hinteren Regale. Okay. Also er ist wirklich unordentlich. Ich dachte schon, irgendwas wäre mit ihm. Hier vielleicht. Ah. Buch Die großen Seefahrer Englands. War seine letzte Reise. Bei seiner Rückkehr verwunderte er viele mit seiner Lust auf rohes Fleisch und seinem plötzlichen Speichelfluss. Wenn, ich zitiere eine Haushälterin, hiesige Studenten oder uniformierte Wehrpflichtige das Wohnzimmerfenster passierten. 2 Jahre danach stürzte er zu Tode, als er den Wetterhahn auf dem Glockenturm von Edensborough mit einer Skulptur zum Duell forderte, die er aus Ton und Holzspänen hergestellt hatte und welche die Kreuzung des Herzogs von Kent mit einem Igel darstellen sollte. Horatio Nelson, erster Viscount Nelson. Der 1758 in Burnham Thorpe in Norfolk geborene Admiral Nelson schrieb bedeutend an der Geschichte der königlichen Marine mit. Mit dem Auftrag, Bonapartes Vormarsch nach Ägypten aufzuhalten, errang er 1798 in der Schlacht an der Nilmündung den Sieg über die französische Flotte. Ein einarmiger Napoleon. Ohne sich lange auf seine Lorbeeren auszuruhen, eroberte er 1799 Neapel von der Revolutionären zurück und wurde 1800 zum Herzog von Bronte ernannt. Der Tod seines beispiellosen Seemanns, der im Dienst für sein Vaterland bereits... Nein, der Tod dieses beispiellosen Seemanns, der im Dienst für sein Vaterland bereits einen Arm sowie das Sehvermögen auf einem Auge gelassen hatte, erfolgte er im Moment seines größten Triumphes. Er starb beim Sieg über Admiral Villeneuve in der Schlacht von Trafalgar. Nelson siegte trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit dank eines Mutes und einer Kühnheit, die ihresgleichen suchen. Eine Anekdote zu Nelsons Charakter stammt aus einer früheren Schlacht, als der Flaggkapitän ihn auf das Signal des Kommandanten zum Rückzug hinwies. Admiral Nelson, überzeugt vom bevorstehenden Sieg, hielt ein Fernrohr in sein blindes Auge und sagte: »Ich kann das Signal nicht erkennen.« Daraufhin kämpfte er weiter und errang den Sieg. Zu seinem Glück wurde der Witz... Geht nicht weiter. Okay. Da ist mein Buch. Große englische Seefahrer. Ich bin zufällig auf dieses Buch gestoßen. Und ich hätte gern... Nein, lieber Dr. Watson, es tut mir leid, aber ich brauche jetzt ein wenig Ruhe. Auf Wiedersehen, Barnes. Okay. Habe ich jetzt das Buch? Ja, ich habe das Buch. Also er braucht jetzt Ruhe. Okay. Dann gehen wir mal zu Holmes zurück und versuchen ihn mal zu berichten, was wir gefunden haben. So, in diese Richtung. Lauf mal eher so ein bisschen hin. Nein, da kommt jetzt nichts. Wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass hier irgendwo eine Gemüsehändlerin war. Okay. Sir. Einfach mal Sir. Hier sind viele Leute, aber mit keinem kann man reden, außer Barnes. Lauf, lieber Watson, lauf. 21b, hier sind wir zu Hause.
mein lieber Holmes. Okay. Sagen Sie mir, Watson, was haben Sie erreicht? Wissen wir jetzt, was diese geheimnisvolle Unterschrift zu bedeuten hat? Was bedeutet die geheimnisvolle Unterschrift? At mi ral Das ist ein Leerzeichen? Nein, das ist ein Bindestrich. Ah, hier ist das Leerzeichen, verzeihung. Nell. Sohn. Admiral Nelson. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Alles Wichtige ist mir entgangen. Nochmal. Inventar? Ach, ich kann das Inventar nicht aufrufen. Doch da, oder? Ah, hier ist das Inventar. Dokumente. Horatio Nelson. Vielleicht ist es der Horatio? Er ist der Viscount Nelson. Der Horatio. Einfach alle Namen durchprobieren. Doch haben wir nicht so viele Hinweise. Versuch mal kurz mit der Tastatur. Ah, das geht mit der Tastatur auch. Ach, das geht sogar wesentlich schneller. Ha, sehr schön. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson, doch alles Wichtige ist Ihnen entgangen. Tja, dann weiß ich aber auch nicht. Burnham Thorpe wahrscheinlich nicht. Admiral Nelson Bonaparte. Habe ich mich vertippt? Bin mir sicher, das ist der Admiral Nelson. Admiral Nelson. Ihre Absichten sind lobenswert, Watson. Horatio Nelson. Es handelt sich um ein Anagramm, Holmes. Die Buchstaben in Arseno Lodigno ergeben den Namen Horatio Nelson. Diese Bestätigung kommt mir gelegen. Der Diebstahl hat zweifellos mit der Schlacht von Trafalgar zu tun, die seinerzeit von Admiral Nelson gewonnen wurde, sehr zum Leidwesen der Franzosen. Nelson hat während der Schlacht einen Arm und ein Auge eingebüßt und ihm wurde ein Denkmal auf dem Trafalgar Square gesetzt. Der Brief sagt, das Objekt der Begierde würde an der Seite seines Meisters sitzen. Aber am Denkmal gibt es nichts, das man stehlen könnte. Wir müssten irgendwo einen Stadtplan haben. Vielleicht werden wir ja in der Nähe des Trafalgar Squares fündig. Okay, wir brauchen einen Stadtplan. Hier sind Pläne. War da nicht immer irgendwo ein Stadtplan rumgehangen im alten Spiel? Was ist denn das eigentlich? Die tanzenden Männchen. Ich erinnere mich. Ich im Augenblick jetzt mal nicht. Da sind Stadtpläne, oder? Ha! Da ist er! Der Stadtplan von London. Was ist Ihrer Meinung nach auf dem Trafalgar Square stehlenswert? Zeigen Sie es mir auf der Karte, Watson. Okay, Karte. Wo ist er? Ah, warte. Ist das die richtige? Ah, Karte der Backkarte von London. Hier muss ich hin. Westen, Süden, Mitte, Osten. Wo ist der Trafalgar Square? Ach, hier kann ich draufklicken. Westminster Abbey. Houses of Parliament. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Buckingham Palace.
Okay. Okay, alles klar. Oxford Circus. Burlington Arcade. Piccadilly Circus. Wahrscheinlich ziemlich mittig, oder? Justice Court. Trafalgar Square. National Bo- okay. Nelson. Hier ist nur die National Gallery zu sehen gegenüber der Säule. Hm, wieso nicht? Unser Mann will ein Gemälde stehlen. Nur welches? Gehen wir, Watson. Besichtigen wir die National Gallery. Rufen Sie uns eine Droschke. Ich schicke Lestrade eine Nachricht, dass er uns dort treffen soll. Okay. Wir werden Lestrade treffen. Okay, dann gehe ich mal raus und besorge eine Droschke. Na, lauf. Ja, Leute, was war schon wieder so viel zu lesen von mir vorhin? Okay, die ist neu. Reden wir mit dir? Sie kommen wie gerufen, Lamb. Nehmen Sie mich und meinen Freund mit in die Stadt. Mit Vergnügen, Dr. Watson. Die Herrin Miss Brumsby hat mir heute freigegeben. Ich warte auf Sie. Okay, Leute. Wir sind Sherlock Holmes und hier können wir gleich mit jemandem sprechen. Guten Tag. Guten Abend, meine Herren. Ich heiße Sie in der National Gallery willkommen. Da heute ein so wunderschöner Tag ist, sind Sie die einzigen Besucher und werden es wohl auch bleiben. Für eine geführte Tour sind jedoch mindestens... Wir sind nicht hier, um uns den Schönheiten Ihres Museums hinzugeben, junger Mann. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sherlock Holmes und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? In der Tat. Es besteht Grund zur Annahme, dass das Museum beraubt werden soll. Vielleicht schon heute. Was? Ein Raub? Ich bin nicht sicher, aber es gibt einen guten Grund für diese Annahme. Wir haben Inspektor Lestrade von Scotland Yard benachrichtigt, der jeden Moment zu uns stoßen wird. Sie können versichert sein, dass wir uns in offizieller Angelegenheit hier aufhalten. Bis dahin können Sie uns mit Ihrem reichhaltigen Wissen erfreuen. Eines der Gemälde spielt dabei eine wichtige Rolle. Leider weiß ich nicht, um welches es sich handelt. Aber ich verfüge über Hinweise, die es einem Experten wie Ihnen ermöglichen sollten, es zu identifizieren. Ja, natürlich. Ich arbeite aber erst seit 3 Tagen hier. Genau genommen bin ich noch in der Ausbildung und hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben zuständig. Das war ja mal eine Pleite, oder? Genau an den Falschen hingelaufen. Kannst ja nichts dafür. Direktor. Sagen Sie, ist meine Annahme richtig, dass es sich bei dem älteren der beiden Herren dort oben um den Museumsdirektor handelt? Ja, das ist Sir Poynter. Er wird Ihnen sicher eine größere Hilfe sein als ich. Leider ist er gerade sehr beschäftigt und es könnte noch eine Weile dauern. Aber diese Wand ist meiner Werke nicht würdig. Meine Werke sind eine Ode an Farbe und Licht. Es sind die Sterne und die Sonne selbst, die Sie mit Ihrem absurden Vorschlag zum Erlöschen bringen. Bitte verstehen Sie doch, Sir. Die Eingangshalle ist wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Wir können den Raum jedoch ein wenig heller gestalten. Dann müssten Sie an der gesamten Decke Laternen aufhängen und natürlich nur feinstes Öl dafür verwenden. Auf keinen Fall Gas. Außerdem bräuchten wir Spiegel, die das Licht reflektieren. Und natürlich einige schlichte Bilder, um die Kontraste herauszuarbeiten. Wir werden unser Möglichstes tun, Sir. Dennoch bestehe ich darauf, dass zumindest ein paar meiner Werke auf der Hauptebene ausgestellt werden. Gleich neben den großen Ausstellungsstücken. Aber unsere Räume sind bereits alle belegt. Und wie Sie wissen, repräsentiert jeder ein besonderes Thema. Zu viel Modernismus würde... Wie kann es zu viel Modernismus geben? Modernismus existiert doch gar nicht. Es gibt nur die Kunst. Und Kunst ist zeitlos. Kunst ist kosmisch. Sir, vielleicht sollten wir diese Unterhaltung in meinem Büro fortsetzen. Okay, Leute, der war exzentrisch. Register. Sie haben doch sicher ein Register, das alle ausgestellten Arbeiten mit einer detaillierten Beschreibung enthält. Ja, Sir Poynter hat es mir heute Morgen gegeben. Ich sollte mich mit der Sammlung vertraut machen, aber ich
habe es verloren. Ich weiß, ich bin ein sehr nachlässiger Archivar, aber als ich einen Rundgang durchs Museum machte, traf das Bild ein, über das Mr. Pointer gerade spricht, zusammen mit Kisten voller Werke, die schnell archiviert werden mussten. Ein verlorenes Register. Was halten Sie davon, Watson? Wie war Ihr Name noch, Mr.? Palinor. Mein Name ist Palinor, Sir. Also schön, Palinor. Mein Freund und ich werden das Museum nach dem verlorenen Buch absuchen. Wenn Sie es auf dem Rundgang verloren haben und es sich nicht auf Ihrem Pult befindet, müssten wir es in einem der Ausstellungsräume finden. Warten Sie hier. Wir kommen wieder, wenn wir es gefunden haben, und keine Sorge. Von uns wird der Direktor nichts erfahren. Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich werde wieder meiner Arbeit nachgehen und auf Ihre Rückkehr warten. Gut, Leute, Bauplan noch. Sagen Sie, junger Mann, gibt es von diesem Gebäude einen Bauplan? Ja, natürlich. Ein Moment. Wo habe ich ihn nur? Ah, hier ist er. Alles klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Palinor. Ja, Leute, und Palinor werden wir dann im nächsten Part wiedersehen von Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Und ja, Leute, interessant, was du für eine komische Figur bist. Sehr verdächtig. Aber Leute, ob er wirklich verdächtig ist oder ob das nur mein Eindruck ist, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, ciao!